Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Wir haben ein bisschen die Zauber gelevelt und Feuer auf 3 gebracht, zumindest. Hallo Ego. Ich wollte noch Hallo zu dir sagen, bevor ich jetzt... Hi Blech, wie geht's dir so? Wir haben ein bisschen die Zauber gelevelt, festgestellt, ach ja, wir haben ja zwar einen neuen Zauber bekommen, aber wir können trotzdem nur bis 3 maximal leveln, weil wir unseren Samen noch... Weil wir haben müssen. Ja, den Samen gar nicht reaktiviert, der uns eine neue Zauberstufe gibt. Wir haben zwar den neuen Zauber schon, aber noch nicht den Samen. Wir brauchen den Samen. Ohne den Samen haben wir keine Kraft. Also den Samen brauchen wir, sicher ist richtig. Ja, Mann, wir brauchen den Samen. Den Samen. Oh, 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 oh. Das ist stupid. Was sagst du zu sowas, ey? Was sagst du zu sowas? Du bist doch einfach so hektisch, ne? Peter Griffins Knieanstoße. Gibt dann eine Szene mit Lois, wo sie das macht. So, guck mal her. Freaking du, Turtles. Ich mach dich kaputt, ey. So, jetzt schauen wir erstmal nach. Und dann schauen wir nach. Und dann schauen wir rein. So, genau. Wir haben gut. Also wir haben ein bisschen gelevelt, weil ich finde persönlich, dass das Leveln irgendwie ein bisschen zu lange dauern würde, das alles im Let's Play. Siehst du, jetzt kriegst du weniger Schaden. Genau, weil der liebe Ego, wir haben festgestellt, ach, wieso kriegt denn der liebe Ego so viel Schaden? Dann sind wir drauf gekommen, er hat vergessen, seinen Helm auszurüsten, wo er noch so vorher gesagt hat, die Schleife würde so toll zu meinen Haaren passen, weißt du noch? Die passt doch super. So, deswegen wollte ich nicht geheilt werden, weil wir einfach, weil ich einfach wusste, dass ich ein Level krieg, weil ich es einfach wusste. Trau dem Ganzen nicht, ich will nicht draufgehen. Blechen. Hä? Das war. Geh mal mit drauf. Passiert gar nichts, oder? Nö. Machen wir erstmal hier. Erstmal so. Genau, Waffen sind soweit auch alle gelevelt. Zumindest die, die wir aufgewertet haben. Deswegen bin ich jetzt schon dabei, ihr seht, ich spiele mit der Koboldin. Deswegen bin ich jetzt dabei, mit der Koboldin noch zu leveln. Ich glaube, die braucht auch nur noch ein oder zwei Waffen. Und dann sind wir ziemlich fertig mit kompletten Leveln. Ich glaube, Ego hat auch schon alles gelevelt und gelevelt und wir haben alles gelevelt. Ja, es geht. Du brauchst nur noch die Peitsche und dann haben wir das auch. Ja, und ein, zwei Feuerzauber vielleicht noch. Aha! Was bringt uns das jetzt? Ich hätte auch doch... Das sage ich dir, wenn ich es rausgefunden habe. Kein Plan. Oh no! Becky, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Nein! Nein. Und es sind 3. Egal, mach die fertig. Mach dich bereit zu sterben. Oder auch nicht. Schön im Stunlock halten, gleich komme ich mit der Mega, mit dem Mega-Angriff. Jawohl. Okay, also es kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Ich halte ihn ein bisschen im Stunlock, dann kann er nämlich nicht, irgendeiner von euch muss halt Schaden machen. Ja, sehr schön. Eben das Waffenlevel ist gestiegen. Nice. Endlich. Nice. Ich will jetzt eigentlich noch einmal Feuerwaffe machen, mach ich jetzt mal direkt und dann... Durch auf den Feuerzauber du bald dürftest jetzt Level. Alles fertig haben, oder? Nee, Feuerzauber fehlt noch ein klein wenig. Was ich meine von Waffen. Achso, ja, Waffen habe ich jetzt momentan alle. Ja, jetzt habe ich sogar einen guten Black hier gebracht, ey. Nee, jetzt alle. Geil. Hab ich richtig gemacht. Alter, brennt der gerade grün? Weißt du, was ich mache? Ich glaube, ich kümmere mich hier in dem Schloss, wir müssen mit dem Mana nämlich ein bisschen, großzügiger umgehen, weil solche Gegner wie die Würmer zum Beispiel in der Wüste, die hätten wir einfach mit Mana bekämpfen sollen, mit Zaubern. Und. Dann jetzt brennt der Lappen hier und. So. Sehr schön. Mips Waffenlevel ist gestiegen. Geil. So, dann haben wir hier. Schauen wir mal, ich glaube, mir fehlt auch die noch Peitsche, brauchst oder? Du noch, ne? Sonst fehlt ja. Mir, glaube ich, gar nichts, gell? Kannst genau. Du austauschen, Max. Auf jeden Fall, Mann. Ich meine, wenn deine Waffe schon mal glüht.
Das ist schon schön, ne? So, jetzt schauen wir erstmal links rein. Captain Obvious halt. So, bevor ich irgendwas mache. Haben wir die Waffen ausgetauscht? Nein, haben wir nicht. Naja. Doch, Black. Ach, Blackie hat die Peitsche für Genie. Und Miep ist vergiftet. Moment mal, kann ich? Ja, mit dem Schneemann tauschen. Weißt du was? Ich kämpfe jetzt aber mit Blackie, weil eingeeist sein so viel Spaß macht. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, mit wem du kämpfst. Tut mir leid. Ich kämpfe jetzt doch lieber mit Mip, weil die Waffenlevel braucht. Und. Ah, okay, ja, das macht Sinn. So. Wir haben die jetzt echt so schnell down bekommen. Ich fass das gar nicht. Boah, sind wir krass, Alter. Genau, wir sind, wie gesagt, also was wir vorhaben, wir möchten, was heißt wir, was ich vorhabe, ich möchte eigentlich diesen Spielstand, was ist denn hier auf rechts, wir müssen nachher noch nach rechts gucken. Ja. Was ist denn das denn für? Oh Gott. Okay, ja, das ist gut. Ich würde sagen, es ist ein Fall für Captain Mana. Ich frage mich nur, was das für Viecher sind. Ich hau einfach überall Feuer rauf. Gehen wir einfach mal weiter, weil ich glaube, diese Geister. Vor allem, was ist auf der rechten Seite? Ich bin mir so unsicher, dass ich was verpasse. Diese Viecher sind ein bisschen stark, gell? Sei vorsichtig. Doch, macht es nicht. Ist doch, guck mal, ist doch voll süß. Weißt, ich schwing da immer mit meinem Schwert rum und es passiert einfach gar nichts. Das ist so lästig. Ey, guck mal, ich hab die Feuerwaffe immer noch. Ich hab sie auch. Nee, ich hab sie nicht mehr. Nee, ich glaube, wenn ich sie einzelbuffe, hält sie um einiges länger. Ja, dreimal so lang. Ja. So. Fuchtel. Du bist tot, ich fuchtel rum. Ich hätte so Bock, zurückzugehen und schauen, was in der anderen Tür war. Aber das können wir vielleicht auf dem Rückweg machen, wenn... Ja, ich weiß nicht. Ich möchte, ja, eventuell ist es auch der Weg da unten. Oh. Ich möchte halt einfach keine Orbs verpassen. Ja, da unten geht's lange. Mach mal erst meinen Gegner fertig. Ja, ja. Sehr schön. Von Loop. So, komm mal. Boah, komm schon, Blackie. Meine Phrasen werden dich so auf aggressiv gestellt. Das war ich, aber trotzdem. Ja. So, Mama Mana haut mal wieder raus. Boah, die Geister. Was? Warum? Seit wann können Geister doch Wände? Was? Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Wir bauen noch so Kackräume, ey. So, Vorsicht. Chef, wir haben noch 12.000 Bücherregale. Stellt sie alle in den Raum und baut ein Labyrinth. Ich hab dich. Was? Was? Alle werden getroffen, nur Becky wird gesappt. Richtig so. Das war Mip. Okay, ich sage so nichts. So muss es sein. La 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 la. La la la. Okay, es ist tot. Gehen wir weiter. Ich hasse Bücher. Oh. Oh, da hat sich der Weg versperrt. Also ich will nichts sagen, aber ich halte Türen, die von alleine zugehen und sich versperren, eigentlich nie für gut. Dann solltest du nicht Zelda spielen. Grimoire ist erledigt. Grimoire. Grimoire. Das hört sich französisch an, das hört sich schwul an. Baguette. Baguette. Pissoir. So, Garage. Gut. Schauen wir mal, ob da unten noch irgendwas ist. Komm mal mit. Nee, sind so viele Bücher. Oh. Du bist so doof, hättest auf den rechten Schalter gesehen. Ja, da wäre aber ganz was anderes passiert, ne? Oh oh. Das kommt mir kein vor. Erstmal auf den Ernsthaft? Rechten. Fokus. Ernsthaft? Fokus! Okay, ich hab den gemacht, Becky. Auch kurzen Channel. Fokus. So, und jetzt, buffen. Durch, und jetzt. Ja, Feuer. Feuer. Give me the power. Roar! Aufgeladene Waffe und. Yeah!
Der wird das bereuen, dass er geboren wurde. Wir dürfen keinen anderen aufwecken, am besten. Bis wir diesen einen Natürlich, wie er sich selber halt. Ach ja, der eine ist schon tot, okay. Den jetzt oben. Den oben bei Blackie. So. Ach, verdammt. So hard to hit. Ich glaube, der wollte sich einfach rein, hat aber so viel Damage bekommen gerade, dass er einfach runter. Ja. Yes. Obwohl, das glaube ich war nicht meine. Oh, kann schon sein, ich mache ziemlich wenig Schaden. Okay. Kraft war 92. Süß. Alter, Level 3 und nur 190. Das bist bin du für ein Lappen, ey? Kannst du gar nichts? Aber ich muss auch passen, dass ich dann nicht mit angreife. Okay. Ich glaube, Blackie hat fast keinen Schaden bekommen. Voll einfach, ja. Die können gar nichts, ey. Voll die alten, nervig sein. Voll die alten Endbosse, können nichts. Okay, der ist auch tot, glaube ich. Okay, jetzt haben wir sie beide da. Und jetzt halten wir einfach sie permanent einfach drauf am halten. Boden. Der kriegt jetzt gleich richtig was reingedrückt. Jawohl. Er heilt sich einfach, kriegt während der Heilung mehr Schaden rein, als er sich wegheilt. Hat er auch immer mal keinen Mana mehr? Keine Ahnung, sagst du es uns mit dem Analysezauber? Okay! Ich hab noch zwei Mana, ich glaub, das lass ich mal. Falls wir spontan doch mal hier brauchen. Walnuss. Walnuss? Was? Wir haben doch Walnüsse, 4 Stück dabei. Braucht man nicht, der ist tot. Mir springt noch heldenhaft in den, auf den Toten. Wie sind wir wieder hochgekommen? Geil. Geil, richtig geil. Summerblob. Ich mag den Summerblob. Irgendwie treffe ich mit der Peitsche nicht, obwohl ich voll auf die Hitbox vom Gegner treffe. Ah, wow, 78 Schaden. Hauptsache, er teilt sich nicht. Ja, wirklich so. Yes! Boah, haben wir den gehalten, hey. Ah, hab ich gleich die richtige Waffe an, das ist ja super. So. Und weiter. Ich hoffe, du hast noch Mana für die komische Wolke. Nee, passt schon. Wir gehen einfach weiter, ignorieren das. Wir ignorieren auch den. Können wir den Geist so Schaden zufügen? Natürlich nicht. Einfach auf ja, ich glaube, hier ist nichts mehr, Blackie. Ich sollte unten gehen. Ja, ja. Okay, ich gebe auf, ich gehe nach Hause. Oh Gott. Egal, wir stellen uns der Herausforderung. Okay, ich würde sagen, jetzt den ganz linken. Oder wie machen wir es? Oder einfach querfeld ein. Ins Gesicht, Mann. Erst auf den linken. Das ist schon, du machst es schon richtig. Wir müssen fokussen. Okay, Blackie. Fokus Damage. Ganz toll. Nein, ernsthaft. Ja, ernsthaft. Ich lasse den Teleporter drin, damit man bloß rausgehen kann. Ich glaube sogar, ich hab gefällt, aber Junge. Siehst du, wir brauchen jetzt echt Heal. Wer braucht hier Heal? Wir sind fast voll, alle. Ja, Blackie braucht Heal. Alter, Blackie braucht der 100 pro hier, Mann. Ja, 100 pro. Der hat nur 300 Leben, Mann. Eben, und hat dann noch plötzlich 140 oder so einen Spahn. Au, au. Diese Waffe macht auch einfach keinen Schaden. Ich glaube, das Aufladen lohnt sich gar nicht. Ich kann jetzt mal auf. Schau dir mal an, ich habe voll getroffen. die dodgen einfach ohne Scheiß. Das ist mega nervig. Nee, ich hab getroffen. Die haben nicht gedodged. Ich habe getroffen und die haben einfach keinen Schaden gekriegt. Das finde ich so räudig. 14! Was heißt da 14? Mann, es ist voll die Waffe. Warum mache ich 14? Das ist voll die Waffe. Ja, Mann, es ist voll die Waffe. Guckst du, Mann. Ey, die hassen Blackie, ne? Ja, Blackie ist halt der Protagonist. Ich meine, ich kann es verstehen, ne? Ich meine, wer hasst Blackie nicht? Oh. Ja, der Hate ist real. Verschwindet von dir. Das klingt, als müsstest du dringend aufs Klo. Ich mag keine Fremden.
wir bleiben! Es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört! Oha, was das jetzt geil wäre, wenn man eine Walnuss hätte und sie ja Flammen machen könnte. Ja, wir machen nämlich Double Trouble. Double Trouble? Also, du bist die Team Rocket, okay? Was? Oh Gott, der sieht jetzt schon super nervig aus. Nee, egal. Der ist ganz chillig. Das sagst du jetzt, der letzte Boss, der war chillig. Nee, nee, nicht auf uns. Pass auf, das machen wir anders. Den Boss hauen wir richtig schnell um. Wenn er sich manifestiert hat, machen wir beide einen Ding drauf. Ein Zauber. Okay. Bufft ihr uns ernsthaft Eisklingen, der Pisser? Ja. Yep. Und du auch gleich. Ja, geht jetzt nicht mehr. Ja, meiner ging auch nicht durch. Was ein Arsch! Kann sein, dass wir mit dem Eiskling, dass wir ihn heilen. Ja, hab ich eigentlich relativ wenig Lust drauf. So, das hier. Genau, ja. Alter. Und jetzt pass auf. Er ist einfach platt. Das war's. GG. Ja, aber ganz ehrlich, ohne Zauber, ne, wäre der ja mal mega mies gewesen. Ja, ganz ohne Zauber schon, weil der Waffenzauber mit der Eisklinge von dem wahrscheinlich 10 Minuten hält oder so. Ja, der war Stufe 6, hast du es gesehen? Echt? Ja, du hättest Jahre warten können. Ach, scheiße. Dafür Jahre und weiter geht's. Total dämlich. Boomerang Orb erhalten. Ey, wir hätten echt 2 Stunden darauf warten können. Du bist jetzt Jahre gedauert. 2.000.000 Jahre. Das ist der Weihnachtsmann. Alter Gefälle, wie geht's dir gut? Machen wir wieder die Übungen, wo ich meinen Mund aufmachen muss. Jetzt nicht, ja danke, aber ich bin so dumm gewesen, Rudolf. Ich war so traurig, dass die Kinder die Welt nicht, dieser Welt nicht mehr an mich glauben. Also dachte ich, Weihnachtsmann, du musst dagegen etwas tun. Irgendjemand hat mir erzählt, dass Mana Bäume besonders groß werden lässt. Nicht nur Bäume. Also bin ich losgezogen, um mir einen Mana-Samen zu besorgen. Für die kleinen Kinder. Natürlich. Ich wollte den größten Weihnachtsbaum aller Zeiten. Weihnachtsmann, das ist FSK 8 und ich schwöre mir. Kaum hat sich den Mana-Samen berührt, wurde ich in einen Eismutanten verwandelt. Es ist sehr gefährlich, wenn man versucht, Mana zu kontrollieren. Hier habt ihr den Mana-Samen. Ich brauche ihn. Ah, nein, nee, kannst du mal ins Gesicht, Alter, Mann, du Arschloch. Alter, ey. Ja. Ekelhaft, ey. Mana-Samen erhalten. Voll in die Fresse. Haben wir jetzt berührt? Dürfen wir den bitte berühren? Ich möchte diesen Mana-Samen berühren. Nein, ich möchte nicht laufen. Was machst du? Wir gehen jetzt zurück und schauen, was in der anderen Tür drin ist. Lass mal kurz links gehen. Das ist auch noch ein Schalter gewesen, was macht der, wenn wir jetzt auftreten? Kommt sie hier hoch? Nichts. Unnötig, ey. Ich guck mal, die Eiswaffen halt immer noch. Ja. Wir hätten auch einfach Waffen wechseln können, vielleicht. Ja, das wäre wahrscheinlich die Taktik gewesen, aber krass. Falsch. Drück mal drauf. So, jetzt möchte ich möchte halt einfach wissen, was hier auf der rechten Seite ist. Ja, kann ich verstehen. Aha! Mhm. Aha! 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 Oha! Clown Orb. Das ist nämlich bestimmt ein Orb, der mir immer gefehlt hat, weil ich hatte den Clown Orb nie und Clown noch nie auf maximal. Aha! 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 Stupid as hell! Aha! Aha! Oh Gott, hört sich das Scheiße an. Ah. Alter, du bist so blöd. Aha. Oh geil, Eiswaffen helfen ganz bestimmt. Ich wechsle mir die Waffe. Und ich überbuff den Scheiß einfach, da geht nix. So. Wir können jetzt nämlich
Bam machen. Also ich buff uns extra Feuerwerfen, damit du die jetzt einfach wegbrutzelst. Nee, ich brutzel die nicht weg. Ich hab sie auf, okay, drei, ich hab sie auf drei gleichzeitig gemacht. Ich wollte jetzt nur gucken, weil ich doch jetzt hier das Level gemacht habe. Nee. Wir müssen, glaube ich, erst zurück im Tempel bringen, sieht das richtig? Ich weiß nicht, wo der scheiß Tempel ist. Moment, der Mana-Samen muss bestimmt irgendwo in der Wüste sein, weil der ja, wir haben Mana-Kraft erst 3, das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht leveln. Okay. Gut, dann gehen wir halt back. Back to reality. Back to base. Boah, hast du den Triple von dir gesehen? Ey, Hauptsache, wir sind einfach so stupid, dass wir da 5 beilaufen. Lanzen-Cooper. Wie heißt du, weil er eine große Lanze hat? Gott, dieses Spiel ist ein Scheiß. Dieses Let's Play ist einfach zu sexuell. Das Let's Play ist ungefähr so, als würde es einen Haufen Kindergartenkinder machen. Das ist so dämlich. Aber ich dachte, unsere Zielgruppe ist 12 bis 18-Jährige. Mann, 12. 18-Jährige finden doch Penis gar nicht mehr cool. Da musst du doch schon, Hast du gesagt, die finden Penis nicht schwul? Cool. Also ich finde Penis auch nicht schwul, so ist es nicht, also. Das ist doch blöd. Ich würde einem Penis doch keine Sexualität zuschreiben wollen, dann. Das ist mir einfach... Das wäre einfach ein bisschen zu sexuell. Oh. Pew. Captain Blaue Wolke. Die ist grün. Ja, aber... Was macht Flammgas? Er freut sich, weil er... Flammengas. Oh, ich hab den Schadenszauber! Was kann Blacky kann nix. Oh, 88, mach's nach. Bitch. Bitch, please. Bitch, ass bitch. Hast du gesehen, wie ich's ganz alleine getötet hab? Nein. Achso, du meinst, nachdem ich mit drauf gehauen hab? Ja, hab ich gesehen. So, haben wir hier schon alles durchsucht eigentlich? Jedes Haus und so? Hier war doch nichts. Hier waren doch... Tassen! Oh Gott. Geil! Lass mich mal mit deinen... Du hast doch nicht mal eine Tassen im Schrank. Oh, der war schlecht. Also ich glaube, Leute, die zusehen, werden jetzt leiden, Black, du bist schuld. Ja, Gott sei Dank, weil jeder, der bei mir zusieht, weißt, der hat's nötig zu leiden. Er schaltet ja nur ein, damit er leidet. Au. Ich meine, wenn jemand zusieht, wie schlecht wir hier spielen, der leidet sowieso, weil wir... Schau dir an, wie dumm wir spielen. Wir spielen einfach... Au, was? Was? Ich kann dir gar nicht zuhören, ich bin dabei, mich umbringen zu lassen. Ich glaube, rechts war das Dorf, ne? Ja. Die Musik ist so schön. Erst ein paar Frostwölfe aus dem Weg. Die Musik ist viel zu beruhigend, finde ich. Ja. Ich hasse beruhigende Musik, das macht mich aggressiv. Die Motherfucker, die Motherfucker, die. Ich finde, das wäre jetzt viel stimmiger. Geht's dir den Kanonis oder? Ja, aber ich möchte erst zurück ins Dorf gucken. Erst möchte ich zurück ins Dorf. War das nicht oben? Meine, ja, das war okay. Guck mal hier, wie ich im Ausgewichen bin. Voll krass. Ja, Blacky bleibt verpatzt. Ja, Lappen, ey. Arschloch, ey. Ich hasse ihn. Spasti. Ach, hier war der erste Rudolf-Dorf. Boah, da müssen wir voll weit gehen, ne? Ich weiß gar nicht, ob es in dem anderen Dorf überhaupt irgendwas gab. Doch, die haben doch... Einer hat gesagt, nee, ich verdammt. Da ist auf jeden Fall... Nee, wir waren noch... Was? Kamen wir in dem Dorf? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil waren die ganzen Idioten, die so langsam geredet haben. Könntest du mich mal bitte heilen? Ja. Nein. Sag bitte, Schlampe. Heil uns alle, Bitch. Okay. Uns alle. Muss jetzt überlegen, ob das dann auch rentiert und ob das effizient ist. Alter, ich bin auf der Heilung noch nicht mal voll. Ja, das reicht jetzt erstmal. Siehst du, null Effizienz, Becky. Das ist maximal Effizienz, du Spast. Null Effizienz. Weißt du überhaupt, was Effizienz bedeutet? Doch, wenn das viel kostet. Dann ist es sehr... Was sagst du das? Dann muss das gut sein. Mann, Blacky, du hast doch keine Ahnung vom Leben, ey. Ey, überhaupt nicht, Mann. Bam! So. Stirb, Kartoffel. Was hast du gegen Kartoffeln?
Was hast du hier in Kartoffeln, Blöcki? Jetzt was hilft? Etwas, was hilft? Ja, was hilft denn, King? So, schauen wir mal. Jetzt gehen Snackbones! Was? Jetzt gehen wir alle erstmal pennen. Nein, jetzt gehen wir zusammen. Nicht pennen. Jetzt gehen wir erstmal zum Berry. Der müsste hier drin sein. So, denn der Berochi, der kann ein paar Sachen für uns machen. Jo, Kinders, hallo. Kalt hier, wa? Hellas! Wir haben einmal die Zapplerklaue. Die wird jetzt zum Orakelklaue. Ich sehe in deiner Zukunft Schmerz. Bam! Gaslanze wird zu Echsenlanze. Dann haben wir den Boomerang wird zu. Nein, der hieß der anders. Metallbogen! Nein! Stahlscheibe wird zu Holzscheibe, oder? Kometenschweif. Ich hab dann Schweif in meiner Hose. Oh yeah. Und der ist nicht von dieser Galaxie. So, sagen die Arschlöcher jetzt irgendwas anderes? Oh Mann. Was? Immer noch zu warm. Na gut, dann hilft's nichts. Ja, es ist halt, ne? Dann war es das auf jeden Fall von diesem Part, von diesem absolut dämlichen Let's Play. Oh Gott, 44.000 oder wie viel haben wir schon? Boah, krass. Ja. Weil wir einfach jeden Gegner mitnehmen und ewig die Waffen und Zauber hochleveln, da kriegst du einfach Kohle in den Arsch geschoben, Mann. Egal. Also da, wo wir es mögen. Ja. Mhm. Das war's auf jeden Fall von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mir schon. Was machst du da? Genau. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky. Und Ego. Ciao, ciao.